So, hallo, wir machen weiter. Bei The Legend of Zelda, Ocarina of Quatsch, Link's Awakening. Und das letzte Mal haben wir den 7. Dungeon erledigt. Und können es jetzt auf den Weg zum 8. Dungeon machen. Und ich habe gerade vergessen. So geht's am schnellsten. Mich hier einmal zurück zu porten. Ich denke, über Boris Hütte sollte ich am ehesten hier sein, nämlich. Sollte ich da am ehesten längs kommen. Das dürfte der schnellste Weg sein. Wir müssen von da drüben. Ja, 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 doch, das ist der schnellste Weg. Passt. Machen wir so. Machen wir so. Plopp. So. Ja, ich weiß gerade nicht, ob es noch was Spezielles gab, um da hinzukommen. Oder ob man jetzt einfach hin kann. Ich glaube, man kann einfach hin. Wir werden sehen. Ich bin mir nicht. Ich habe keine Ahnung mehr. Alles viel zu lange her. So, hier geht's jedenfalls wieder hoch. Wir müssen den Weg nochmal laufen. Und ihr seht schon, wir haben keinen Vogel mehr. Der geht einfach nach dem 7. Dungeon. Verabschiedet er sich einfach von uns. Weiß gerade gar nicht, ob er jetzt oben bei dem Vogelheiz gelandet ist. Ich glaube ja. Werden wir ja gleich sehen, weil wir da eh gleich wieder vorbeikommen. Aber wir brauchen ihn ja auch nicht mehr. Man braucht ihn effizient wirklich nur für den Schlüssel. Und danach kommt nie wieder so eine Lücke, wo man nur drüber fliegen kann und nichts anderes. So. Und einmal hier hoch. So. Da oben ist das Haus. Und da geht's danach links weiter. Glaube ich. Ja, da ist er jetzt tatsächlich. Dieser Gockel hat ja ein Temperament. Ich fliege. Na gut, also da kann ich nichts mehr machen. Dann einfach Abflug. Zack. Ach, guck mal. Hilfe! Wie ist die denn dahin gekommen? Link! Ein paar Monster haben mich hierher gebracht. Was soll ich jetzt tun? Ich habe Angst. Keine Panik. Super Link ist zur Stelle. Das war Rettung in höchster Not. Danke, Link. Du, Link. Ach, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber... Marin! Huch, oh, Tarin! Tja, dann muss ich wohl gehen. Also das Mädchen, das die Ballade vom Windfisch vor dem Ei gesungen hat. Jenes Lied, das Schlafende aufweckt. Wollte sie etwa den Windfisch aufwecken? Das nächste Musikinstrument ist im Westen. Mit einem Lied kannst du den Stein zum Leben erwecken. Zeige deinen Mut, der Windfisch wartet. Uhu. Ich meine, als sie mit uns unterwegs war, ne, ist sie über ein großes Loch gesprungen. Und jetzt kriegt sie diesen Sprung hier nicht hin. Feels legit. So, okay. Wir gehen jedenfalls hier weiter. Ich finde immer interessant, das sieht einfach wie ein Kreuz aus, ne? Das war auch im Gameboy schon so. Ganz merkwürdig. So. Ohne Enthaken kommen wir hier nicht rüber. Jetzt sind wir auf dem Weg zum allerletzten Dungeon. Wo wahrscheinlich auch noch mal ein paar Muscheln auf uns warten. Es fehlen jedenfalls... Ja, Mensch! Es fehlen jedenfalls noch einige und hier wird wohl eines sein. Jawohl! Wie viel fehlen jetzt eigentlich noch? Sehe ich das irgendwo? Ich weiß, ich habe ja das Erinnerungsding.
Aber sehe ich da, wie viele noch kommen? Nee, 44, aber ich weiß nicht. Wahrscheinlich gibt es 50? Nicht sicher. Solange hier irgendwas piept, werden wir es uns jedenfalls holen. Das ist ziemlich verdächtig. Aha. Na gut, gib mir einfach 50 Rubine, Spiel. Ist in... Wow! Hi! Geht's da weiter? Oder? Nein, das ist, glaube ich, Boni. Wusste ich gerade gar... Ah! Perfekt! Der letzte! Dann haben wir alle. Ja, nice! Hier, bitteschön. Wer stört mich da wieder beim Schlafen? Du, der Teufel, vielen Dank auch. Finde ich echt nett. Na, warte. Willst du zur Strafe beim Pfeile tragen? So, letzte Bestrafung. Jetzt musst du noch mit Zeug mit rumschleppen. Ja. Wiedersehen. Danke fürs Gespräch. So. Okay. Gut, dann haben wir jetzt die Bomben, die Pfeile und das Zauberpulver. Alles abgegradet. Hab ich gar nicht gesehen. So. Ich sehe was. Seht ihr es auch? So. Zack. Da war was. Das holen wir uns natürlich gleich mal. Ach, wir lassen einfach mal die Bomben ausgerüstet. Wobei ich fast mir denken könnte, dass ich den Enterhand brauchen werde. Nee, wait. Hier geht's. Hier muss ich sogar durch, wenn ich zum Dungeon will. Aber, hä? Wait. Ist das jetzt... Oder ist das nur ein Bonus-Weg? Jetzt bin ich verwirrt. Ah, okay. Ich musste da rein, alles klar. Weil das ist jetzt nämlich der Weg, für den man den Spiegelschild braucht. Für was... Für nichts anderes brauche ich den Spiegelschild. Für das Feuer. Ansonsten kommt man da einfach nicht durch. Also da waren sie dann ein bisschen so... So wirklich sinnvolle Dungeon-Items gab es dann nicht mehr. Immer nur welche, die man gerade kurz auf der Oberwelt gebraucht hat. Und das war es dann auch wieder. Ah, perfekt. Ah, ist das gut. Sehr schön. Und da ist die nächste. Wahrscheinlich der Typ. Okay. Da ist noch eins. Lol. Ist das so weit weg, weil es da oben... Hä? Ach, ich seh's. So. 45. Es wird wohl 50 geben. So, da will ich jetzt nicht runterfallen. Aber das da oben, ist das so ein weiter Weg? Ach, wir sind ja schon da. Wir sind ja schon da. Und ihr habt schon gehört, ja... Die Ocarina weist uns den Weg. Und wir haben ein Lied kennengelernt, welches Schlafende aufweckt. Ja, moin. Und damit haben wir einen kleinen Miniboss. Der uns noch nicht in das Schloss, in den Dungeon lässt. Aber gleich. Wait, muss ich den, muss ich den bebomben? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, ich muss den bebomben. Ah, ich habe mich nicht, ist nicht gegen die Wand. Ja, dann muss ich warten. Nein, das reicht nicht. Bin dumm. Ach, ich treffe den auch so. Ja, dann. Ah, was tue ich? Habe ich den diesen geworfen? Boom. Kann ich jetzt schon treffen? Nein, immer noch nicht. Jetzt aber.
I don't care. Oh, der macht aber ordentlich Damage. So. Tschüssikowski. Erst wecken wir ihn auf, dann töten wir ihn. So gehört sich das. So. Gut. Damit sind wir aber jetzt beim letzten Dungeon. Nach 10 Minuten. Heißt, wir können schon reingehen. Auch in dem bin ich immer ordentlich durcheinander gekommen. Mal gucken, wie lange wir brauchen. Ach, der geht, glaube ich, noch nicht, der Typ. Ich sage jetzt auch mal noch nicht, was das Dungeon-Item ist, weil man kann es sich nicht denken aufgrund der Sachen, die... Oh nein, das... Oh nein. Das Ding... Oh nein. Das gab's ja auch. Ich erinnere mich. Oh nein, das gab's ja auch hier. Ja. Au, aua. Hallo, Protoboss. Aber ihr seht schon, hier ist es ziemlich hot. Yay! Keine Ahnung, ob der jetzt irgendwie helfen wird. Ich meine, das meiste weiß ich noch. Keine Ahnung, wir werden es sehen. Na, guck mal, den kennen wir doch, ne? Oh, Speedrun Tactics. Ah, fast. Man kann es ja mal versuchen. Man fasst Speedrun Tactics. So, gehen wir erstmal oben rum. Schalter. Der macht das nur wieder auf. Gehen wir erstmal drüben rum. Ah. Na gut. Das ist noch ein relativ einfaches Rätsel. Das kriege ich noch hin. So. Vielen Dank dafür. Da gibt es eine Truhe. Oder auch nicht. Danke für nix. Weiß gerade nicht, ob man hier... Ah! Jetzt macht die Tür... Aua! Ja. Gut. Nehme ich mit. Kann ich die eigentlich? Nein. Nein! Jetzt... Oh! Ich bin so eine Nuss. Jetzt bin ich wieder am Anfang. Aber ich glaube, wenn ich den besiege, komme ich da wieder rein. Solange ich schießen kann, macht es das zumindest einfacher. Ja, okay. Also ich komme hier wieder rein. Okay. Ach, nächster Zwischenboss. Miniboss. Wie auch immer. Wow! Ich kann treffen. Aua. Wieso hat der jetzt nicht getroffen? Grr. So. Muss einfach nur draufhauen, das ist jetzt nichts. Nichts Schwieriges. So. Ja, das Rätsel ist auch nicht schwer. Geben Sie mir Karte oder Kompass. Das war nicht, was ich wollte, aber ist okay. Ah, verdammt. Hier bin ich zu bald. Ah, verdammt.
Achso, nee, alles gut. Kann das ja nochmal machen. So. Okay, da kommen wir eher schon hin. Wieder nur Geld. Nicht quacken, nicht was ich brauche. Denn hier geht's überhaupt nicht weiter. Ah, doch, da ist eine Tür. Die habe ich nicht gesehen. Ah ja. Ihr seht schon, hier kommt jeder Boss nochmal. Also jeder Mini-Boss. Du kommst einfach gar nicht dahin. So, wie das sehen. Und jetzt sieht man mal, wie vergleichbar stark wir plötzlich sind. So, jetzt kriegen wir aber Truhe oder Kompass. Truhe oder Kompass, ja. Karte oder Kompass, wollte ich sagen, aber es war der Kompass. Sehr gut. So. Gut, dass wir drüber geredet haben. Hier geht's noch rein. Auch den können wir uns holen. Ich würde es halt gerne schneller hinkriegen. Gott. Gut. Und damit haben wir das. Vielen Dank. Zweiter kleiner Schlüssel. Okay, jetzt können wir, glaube ich, da weiterlaufen, wo die Treppe war. Ich wollte halt nicht unbedingt die anderen Räume nicht erst auslassen. So, jetzt muss ich den wieder besiegen im Eingang. Okay. Mach mal einmal. Ah, ich wollte eben gerade das nicht. Komm, greif mich an. Nice. Und nochmal. So. Kommt her. Ach, es war eh schon offen, oder? Bin ich dumm? Bin ich richtig hingeguckt? Ich glaube, es war eh schon offen. Da waren wir noch nicht. Auch die sind mittlerweile uninteressant geworden. Da ist auch noch eine Treppe. Dann gehen wir erstmal die Treppe, meinetwegen. Ist ja egal. Wahrscheinlich gehe ich jetzt genau wieder den Weg, den ich noch nicht gehen kann. Wie ich mich kenne. Aber ich weiß es halt gerade nicht auswendig. Ich muss weitergehen. Wir werden es gleich feststellen. So, zack, zack, zack. Zack, 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 zack. So, was hast du? Nein! Was hast du mir zu erzählen? Ah, wirklich. Ach, das ist das. Das ist die andere Treppe. Ja, das ist jetzt natürlich nicht so gut. Das ist die andere Treppe gewesen. Jetzt komme ich da raus, wo ich dachte, es geht da weiter. Hä? Wenn man da rauskommt, wo man denkt, dass es weitergeht, ist das schon mal suboptimal. Möchte ich kurz betonen. Weil dann geht es da nämlich doch nicht weiter. Kann ich das irgendwie... Kann ich das irgendwie? Das geht nur auf dem Rückweg, ne? Wait, hier ist... Aha! Das hätte ich jetzt wieder nicht gesehen, siehst du? Nein, ich habe es ja doch gesehen. Ja, das nützt mir aber herzlich wenig. Ach so. Ach so. Ach so. Karte. Nice. So, machen wir doch gleich mal Klubschi. Eine riesengroße Schildkröte. So, da haben wir... Ach ja, das ist die weiß ich, welche Truhe das ist, die wir da ausgelassen haben. Komme ich noch nicht ran. Aber ansonsten haben wir soweit alles abgefrühstückt, was wir abfrühstücken können. Gut. Ich muss an den Anfang nochmal zurück. Das machen wir jetzt einfach über den Song.
Das ist einfacher. Geht schneller. Yes, geht zum Startpunkt. So, zack. Prima. Das geht so viel schneller. Da. Okay. Ja, die Dinger sind jetzt offen. Alles klar. Und jetzt kann ich einmal hier rüberfahren. Da haben wir nämlich noch lange nicht alles abgefrühstückt. Da waren wir schon. Aber da waren wir noch nicht. Ach, verdammt. Ah, okay. Nochmal das Lied. So. Machen wir nochmal den Spaß. Nicht ganz der Weg, den ich fahren wollte, aber kriegen wir auch hin. So. Ganz kurz hier rüber gucken. Genau, da falle ich nur hier runter. Ach, verdammt! Hä? Wo geht's denn da jetzt weiter? Ah! Verstanden. Okay, aber das können wir jetzt tatsächlich... Hätte ich vorhin auch gekonnt, sehe ich gerade. Ja, die wäre vorhin auch schneller gewesen, einfach zurückzulaufen. Ja. Alles gut, blame me. Blame me einfach. So, zack, zack, zack. Einmal hier hin. Einmal hier schieben. Und jetzt kommen wir einmal hier oben raus. Ja. Aber potenziell... Hier geht's nicht weiter. Ups. Potenziell hätten wir auch unten rumgekonnt. Muss ich mal gucken. Aber wir haben einen Schlüssel. Passt. Wir kommen hier rein. Sehr gut. Da kommen wir auch durch. Ich glaube, in die Tür kommen wir noch... in die Treppe kommen wir noch nicht. Doch, kommen wir. Weiß mir nicht, ob es hier weitergeht. Für uns. Aber wir werden es gleich wissen. Bist du nur für ein Herz? Wahrscheinlich bist du nur für ein Herz. Okay. Ja, das ist alles ganz toll. Aber bringt mich nicht weiter. Gut, dass wir so drüber geredet haben. Das ist also ein Rückweg. Weg. Ja, das ist ein Rückweg. Aua. Aua. Ein Rückwegweg. So, zack. Dann lass dich auch einfach fallen. Nach links. Dann müssen wir da rein. So. Miniboss? Nein. Ach so. Aber ich wollte gerade sagen, die sind doch hier alle kaputtbar. Nicht sicher, ob das hier was bringt, die kaputt zu machen. Aber wir machen es einfach mal. Und dann sehen wir, hier ist ein Pfeil. Aha! Okay, jetzt gehen wir aber erstmal den normalen Weg. Oder auch nicht. Gehen wir erstmal da rein. Ah, nein, tun wir nicht. Wir gehen tatsächlich... Wait, wobei... Nee, das geht ja. Das kriege ich ja gelöst. Aber ich brauche einen Schlüssel. Ach so. Ach so.
Alles klar, das heißt, die Fackeln waren hier keine Lösung, sondern nur Deko. Nice. So. Aber das geklärt. Jetzt könnte ich ja nicht da drüben... Wie oft haben sie die denn eingebaut, bitte? Aber ich glaube, das war im Original halt auch schon so. Ach komm. Wollte ich nicht. Friss das und friss das. Na klar. Na klar. So, Wiedersehen. Ist da oben eine Truhe aufgetaucht? Auch in Ordnung. Hopp. Ich könnte da hoch, ich könnte auch... Ah, ja. Machen wir erstmal kurz die Truhe. Nein, jetzt... Oh, ich bin blöd. Mann! Jetzt kann ich den Weg wieder laufen. Ah, ist das dumm. Es war halt nicht mal was Nützliches in der Truhe. Ah, es tut schon wieder weh. So, zack, runter. Zack, durch. Also gehen wir jetzt halt jetzt doch da rein. So. Und jetzt können wir hier die Schlüssel einsetzen. So. Und jetzt brauchen wir wieder das Pulver, glaube ich. Weiß es gerade nicht. Nee, ändert überhaupt nichts. Macht nur hell. Oh nein, ich habe keinen Schlüssel. Brauch noch einen Schlüssel. Ah, ich sehe aber hier ist Bombi. Und hier ist auch Bombi, oder? Aha. Überall ist Bombi. Dann machen wir auch überall Bombi. Ach, komme ich hier raus, okay. Kleine Abkürzung. Da waren wir noch nicht, sehr schön. Sieht man aber ziemlich eindeutig, was man hier tun muss, ne? Auch ohne, dass wir das lesen, was da steht. Hä? Ich dachte... Ich muss dem ins Gesicht schießen. Vielleicht muss ich doch kurz lesen. Ich dachte, ich wüsste, was ich tun soll. Hä, hab ich doch. Ach, von da aus. Ja, moin. Das ergibt natürlich mehr Sinn. Ja. So, den Schlüssel zum... Den Schlüssel nehmen wir auch gleich mit. So. Aber ich würde sagen, an der Stelle beenden wir mal den Part. Denn ich sehe, wir sind bei einer halben Stunde und ich bin aktuell wieder an der Situation, dass ich nicht so schnell hochladen kann. Deswegen Schluss an der Stelle und wir werden eh den ganzen Dungeon nicht mehr schaffen. Da brauchen wir schon noch ein bisschen für. Danke fürs Zuschauen. Nächstes Mal der Rest vom Dungeon. Und tschüss.